Der inoffizielle Meister der abgebrochenen Saison SV Viktoria Aschaffenburg gastierte zum Saisonauftakt beim FV Illertissen. Die Truppe von Trainer Jochen Seitz zählt nach der starken vergangenen Spielzeit auch in diesem Jahr wieder zu den Aufstiegskandidaten und ging dementsprechend als Favorit in diese Begegnung. Doch die Hausherren erwischen den besseren Start. Nach einer Ecke in der 5. Spielminute springt der Ball an die Hand von Hamza Butterkrit und Schiedsrichter Robert Hartmann zeigt auf den Punkt. Neuzugang Simir Tilalovic übernimmt die Verantwortung und bringt die Gastgeber in Führung. Souverän verwandelt, da ist auch Max Grün, der von Borussia Mönchengladbach an den Schönbusch gewechselt war, machtlos. In der Folge passierte aber nicht gerade viel. Zahlreiche Fehlpässe und Foulpfiffe sorgen für wenig Spielfluss. Aschaffenburg agierte meist zu ideenlos und fand kaum Mittel gegen die gut stehende FVI-Verteidigung. Die Hausherren hatten ihrerseits noch eine gute Gelegenheit im ersten Durchgang, doch Niklas Borger hindert Illertissen-Stürmer Tilalovic mit dieser Monstergrätsche am Abschluss. Auf der Gegenseite pariert Felix Thiel gegen Elias Niesig. Damit ging das Team von Coach Marco Konrad mit einer knappen Führung in die Kabine, in einem Spiel, das bis dato wahrlich kein Fußball-Leckerbissen war. Doch die zweite Hälfte begann vielversprechend. In der 49. Minute hätte Tilalovic seinen Doppelpack schnüren können, doch der Angreifer trifft die Kugel nicht richtig und so hat Grün leichtes Spiel. Das war's aber zunächst auch schon wieder mit Chancen. Ein Lob gibt es deshalb für die Defensive des FVI, die nahezu gar nichts zuließ. In der 74. Minute dann die Riesengelegenheit für die Hausherren aufs 2:0. Der eingewechselte Kai Luibrand hat freie Schussbahn, doch Grün taucht ab und verhindert mit einer Glanzparade den Treffer. Auch der Nachschuss ist nochmal richtig gefährlich, doch wieder findet Luibrand seinen Meister im glänzend reagierenden Grün. Allerdings war das auch schon die letzte Gelegenheit in dieser Partie und somit startet der FV Illertissen mit einem Sieg in die neue Saison. Die Gäste hingegen enttäuschten zum Auftakt im Föhlenstadion. Über 90 Minuten konnten sich die Aschaffenburger kaum gute Gelegenheiten erspielen. Wir haben dann gleich nach 3 Minuten einen Handelfmeter bekommen. Ich habe die Szene noch nicht gesehen, ob es dann tatsächlich Hand war und ob man es auch pfeifen muss, zwingend. Ist immer gefährlich, wenn man in einem Gebühl raus einen Ball an die Hand kriegt. Da ist also noch deutlich Luft nach oben. Die Aschaffenburger müssen sich definitiv steigern, wenn sie auch in dieser Spielzeit wieder ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitdrehen wollen.